Hallo und willkommen zum nächsten Video. Heute reparieren wir mal wieder was. Und zwar habe ich schon mehrfach so ein Teil repariert. Einmal bei meinem eigenen, jetzt bei meinem von meinen Eltern. iRobot Roomba, das ist dieser kleine runde Staubsaugroboter, der so fleißig durch die Wohnung flitzt und mein Büro auch sauber hält und so. Und zwar hat iRobot wahnsinnig gute Ingenieure eingestellt. Diese Ingenieure haben nämlich berechnet. Es gibt, glaube ich, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, so eine Norm, wie hoch Steckdosen an der Wand sein müssen. Also nicht die unten am Boden, sondern diese Standardsteckdosen unterm Lichtschalter und so. Da gibt es bestimmt eine Norm, schreibt es mal in die Kommentare, ihr kennt euch da sicher besser aus. Jetzt haben sich diese Ingenieure hingesetzt, haben akribisch getestet, getüftelt, gemacht. Die waren wahrscheinlich, ich schätze mal, wenn der Roboter 3 Jahre Entwicklungszeit braucht, dann waren sie wahrscheinlich 2,5 Jahre mit dieser Problemstellung beschäftigt. Und zwar, wenn man dieses Kabel oben an der Steckdose einsteckt, hat man hier einen relativ undefinierten Biegeradius. Deswegen haben sie wahrscheinlich echt wirklich 2,5 Jahre testen müssen. Und dieser Biegeradius und diese Länge vom Kabel wurde von denen so gewählt, das ist eine Glanzleistung, dass dieses Ladeteil hier mit diesen Füßen nicht am Boden aufliegt, sondern wenn man das einsteckt, ist die Länge so gewählt und das ist wirklich Traum, also ich würde es nicht hinkriegen, also nicht in 2,5 Jahren. Wurde so gewählt, dass exakt hier an dieser Stelle, wo das Kabel von dieser Biegesicherung in den flexiblen Teil übergeht, exakt an dieser Stelle steht es am Boden an. Finde es toll, finde es eine tolle Leistung, das so hinzukriegen. Denn nach einem halben Jahr, ja, vielleicht 2 Jahre, weiß nicht wie lang, nachdem man das eingesteckt hat, den Staubsauger lädt oder auf die Ladestation fährt, ist das Ding irgendwann durchgescheuert. Und dann gucken da die Kabel raus. Und dann funktioniert es halt auch nicht mehr. Ich meine, Kabel, die rausgucken, da stören sich vielleicht wenige Leute dran. Das sind 12 Volt oder was das Ding hat. Ob 22,5 Volt, tut auch noch nicht weh. Aber es funktioniert dann halt nicht mehr. Und deswegen reparieren wir das Ding heute mal. Der erste Schritt bei der Reparatur ist, dass wir erstmal die Gummifüße hier unten entfernen. Die sind geklebt, also keine Ahnung, ob man die nachher wieder so festkriegt, dass die da auch wieder halten. Dann sind hier 4 Kreuzschlitzschrauben drin. Die entfernen wir mal. Und danach geht das Gehäuse auch schon ab. Vorne den Schmetterlingsstecker nehmen wir schon mal weg. Und nun sehen wir hier eine wundervolle, wunderschöne Schaltung. Können ja mal kurz drauf eingehen. Hier wieder 230 Volt Eingang. Das ist eigentlich immer so grob die gleiche Konstruktion, so der Kondensator als Vorwiderstand, ein Brückengleichrichter, der Trafo, irgendwo wahrscheinlich welche ICs, die Schaltregelung vor sich nehmen. Hier zum Beispiel dieser hier. Hier hinten denke ich mal eine Laderegelung, entsprechend grüne LED. Witzigerweise hier mit einer separaten Platine nach oben geführt. Interessant, also habe ich so auch noch nie gesehen. Ich meine, die direkt unten einlöten würde nicht gehen, weil die Beinchen zu kurz sind von der bedrahteten LED. Also eine witzige Lösung. Ansonsten hier Kondensatoren, natürlich auch immer welche Fehlerquellen, die kaputt gehen können, Elkos, die auslaufen. Die Kondensatoren, diese Vorwiderstände auch gern gesehen, dass die kaputt gehen. Haben wir bei der Senseo gesehen, da gehen die relativ häufig kaputt. Und hinten haben wir jetzt entsprechend unsere Leitung, die hier leider so ein bisschen eingegossen ist. Aber ich denke mal, dass die Vergussmasse uns gut gestimmt ist und dass wir die wegkriegen. Das ist auch so. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt den Kondensator hier nicht mit ausreißen. Aber an sich geht die Vergussmasse relativ leicht ab. Und dann ist es auch schon total toll beschrieben. Unterhalb der Vergussmasse, ich zeige euch das mal en gros. Das steht hier V plus oben und V minus unten. Wir können uns also die Polarität raus überlegen oder rausmessen danach, indem wir einfach quasi am Kabel gucken, wo was hingeht mit dem Multimeter. Oder wir gucken generell mal, ob das Kabel irgendwie
eine Markierung hat. Also es hat einen Teil, dieses Kabel mit einer Beschriftung drauf. Und dieser Teil mit der Beschriftung geht nach V+. Das merken wir uns, wenn ihr das reparieren wollt. Der Teil mit der Beschriftung geht nach V+. Also können wir das auch so entsprechend dann handhaben. Wir löten also mal das Kabel einfach komplett aus. Gelötet einfach da auf der Rückseite. Zwei richtig großen Lötkleckzen, also die sind nicht klein. Wir können das also ziemlich einfach auslöten, das Ganze, indem wir auf der Unterseite jetzt hier das Lötzinn aufschmelzen, auf der Oberseite einfach mal am Kabel ziehen. Jetzt ist diese Zugentlastung, die hier dran ist, leider Gottes damit verschmolzen. Kann man jetzt nicht irgendwie großartig wiederverwenden. Das heißt, wir müssen das Kabel tatsächlich abzwicken. Dazu habe ich schon mal eine Zange hier vorbereitet quasi. Wir müssen das Kabel jetzt wirklich hier abzwicken. Und es ist ja so ein Doppelkabel. Kann man einfach hier in der Mitte nochmal mit der Zange rein, dann kriegt man das quasi ein bisschen auf. Und nun müssen wir uns überlegen, wie wir das hier reinkriegen, dass es wieder zugentlastet wird. Erstmal gucken, wie es überhaupt drin war. So, oder? Ja. Also so kommt es in das Gehäuse rein. Ja, doch. Sieht einigermaßen nicht richtig aus. So. So kommt es rein. Und wenn das Kabel hier vorne rausgeht, haben wir hier eine relativ große Öffnung. Vorne raus. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das hinkriegen, dass das Kabel zugentlastet wird. Und das machen wir, denke ich mal, so wie man das früher auch schon gemacht hat. Wir machen hier einfach liebelos einen Knoten rein und schauen mal, ob dieser liebelose Knoten dann schon reicht, um hier eine vernünftige Zugentlastung hinzukriegen. Nee, noch nicht, kriegt man immer noch raus. Also machen wir einfach noch einen zweiten Knoten rein. Wird das ganze Teil schon etwas dicker. Natürlich wichtig, Zugentlastung muss schon sein. Da sind wir jetzt mal nicht so, also das hat man früher auch schon so gemacht. Ich will jetzt nicht irgendwie was großartig Komplexes drumherum konstruieren, machen, tun. Man könnte jetzt mit Kabelbindern noch was machen oder so, aber ich denke, zwei Knoten, ja, das reicht als Zugentlastung. Danach können wir die Kabelenden hier abisolieren. Einmal, zweimal. In der Hoffnung, dass das Ganze jetzt so weit noch lesbar ist, was Plus und Minus ist. Ich hoffe, wir haben uns das alle gemerkt. Plus war nämlich die Stelle mit der Beschriftung, Minus war die Kabelseite ohne Beschriftung. Wir verzinnen das hier mal schnell, damit wir uns einfacher das reinstecken können. Die Seite mit der Beschriftung ist eigentlich gut zu erkennen. Ich denke, das kriegt von euch jeder hin. Ich muss nur noch hier nochmal schnell das Loch von dieser Masse befreien. Wenn man dann zu viel Lötzinn drauf hat, wie ich jetzt, muss man es halt nochmal dezent abstreifen. Mal kontrollieren, das ist die Seite mit der Beschriftung. Das Kabel kann man einfach durchstecken dann. Und auf der Rückseite, wenn es rausguckt, dann entsprechend verlöten. Ich stecke gleich beide durch. Ich stecke das Minuskabel auch gleich durch. V-, quasi zwei Klappen mit einem Streich. Da habe ich jetzt Lötzinn auf der Unterseite. Das kriege ich also gar nicht durchgesteckt. Also schmelzen wir das Lötzinn auf und stecken quasi parallel dazu das Kabel durch mit dem Aufschmelzen des Lötzinns. V- durchgesteckt. V+ war eh schon durchgesteckt. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Lötzinn sicherheitshalber hinterher. Auch auf beiden Seiten. Sollte das Kabel ein bisschen überstehen, zwicken wir es natürlich ab. Achten auf jeden Fall darauf, dass das, was wir abgezwickt haben, nicht dann irgendwo auf der Platine klebt.
und uns eventuell einen Kurzschluss machen könnte. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass ich den Knoten so gewählt habe, dass er hier auch Zug entlasten kann. Ja, das passt perfekt. Wir können also das Ganze wieder zusammenschrauben. Die Zugentlastung ist hier dank des Knotens gegeben. Wir können hier nicht rausziehen. Auf der Seite darauf achten, wichtig, dass der 230 Volt Stecker auch richtig schön einrastet. Nicht, dass wir da irgendwelche Probleme kriegen mit überstehenden Platinenresten oder so, dass wir da wieder einen 230 Volt Schlag kriegen können. Danach können wir wieder zuschrauben. Ganz einfach die vier Schrauben rein. Wir haben jetzt einen großen Vorteil. Wir haben diese Zugentlastung weg, also diesen Teil hier. Das bedeutet, wir schenken uns circa 2,5 cm, würde ich mal schätzen. Und dadurch haben wir jetzt einen großen Vorteil, und zwar dadurch, dass wir diese 2,5 cm hier weniger rausgucken, haben wir mehr Abstand zum Boden. Das bedeutet, diese mühevolle Berechnung und Evaluation der Ingenieure ist hinfällig. Es steht also knapp ein paar Zentimeter über dem Boden und sollte entsprechend dann keine Probleme mehr machen. Ja, die Füße drauf, insofern sie noch halten, tun sie in diesem Fall sogar scheinbar. Und wichtig wie immer, alle Sachen schön ordentlich aufbewahren, damit man nicht, wie ich hier, den vierten Fuß verliert. Ich habe ihn nicht verloren, ich habe ihn auf meiner Hand kleben. Immer schön alles aufbewahren, dass man auch alle Teile wieder findet. Die Füße kleben sogar wieder einigermaßen. Somit wäre das Ladegerät repariert und wieder einsatzbereit. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Bis Dienstag zum Stream.